Direkt aus Chicago bin ich hergekommen. Wunderbar. Des Schlemmeratlas und vor allem grüß Gott, liebe österreichischen Spitzenküche. Es ist soweit. Erstmals betritt der Schlemmeratlas mit einer eigenen Veranstaltung österreichischen Boden. Drum ist, glaube ich, auch ein Segen. Hoffe ich für euch. Er wirkt sowieso. Du kennst gar nicht aus. Ich glaube das gar nicht. Der wirkt, der kommt da runter und ist als gesegnet. Der Heilige Geist wirkt, wo er will, und das ist ganz wichtig. Und feiern. Wahnsinnig tolle Veranstaltung in einer wahnsinnig tollen Location mit lauter netten Leuten. Es gleicht einer großen Geburtstagsparty oder einer familiären Party mit Freunden. Also mir gefällt es sehr gut. Es ist eine schöne Plattform, um sich zu präsentieren. Wir treffen viele Partner, viele gute Kunden von uns. Und das wollen wir ja. Wir wollen ja die enge Partnerschaft pflegen. Und da bietet sich diese Busche-Veranstaltung natürlich perfekt an. Es war ein sehr angenehmes Ambiente. Lustig, schön, also wirklich wunderbar. Wir haben hier ein ganz tolles Publikum. Alles, was in Österreich hier Rang und Namen hat an Köchen, ist hier. Es ist ein wunderschöner Abend, tolles Ambiente, viele Freunde treffen. Super, ja. Ich fühle mich richtig wohl, es ist ein unglaubliches Ambiente, es ist ein wunderschöner Abend hier in diesem Käferturm. Es sind die besten Köste Österreichs da, wird ja verschnappt sein, wird es aber unglaublich schön. Also das, glaube ich, ist wirklich ein Meilenstein für den Schlemmeratlas, überhaupt in dieser Atmosphäre, ne? Weil bis jetzt war es immer ganz groß und pompös und natürlich ist es hier auch pompös, aber das ist schon ganz was Exklusives, glaube ich, und ganz was Spezielles, und das sollte es ja auch wahrscheinlich sein. Und wenn man gerade die Runde anschaut, wo trifft man sich sonst so fast familiär? Und ich glaube, das ist ein Qualitätszeichen für den Schlemmeratlas und für den Busche Verlag.
und es freut uns, dass wir dabei sein dürfen. Ja, es ist wunderschön. Ich fühle mich so wohl. Es ist eine wunderschöne Veranstaltung. Ich danke Ihnen dafür, dass ich dabei sein darf. Ich muss sagen, ich bin von der Gastfreundschaft des Gerd Käfers angetan. Ich bin das erste Mal hier in seinem Haus in Kitzbühel und ja, mich beeindruckt die ganze Atmosphäre, die Gastfreundschaft, die ganzen Kollegen. Es ist selten, dass man 20 Kollegen an einem Tisch oder fast oder zumindest in ein Haus bringt. Und ja, es ist wunderbar, es ist eine gute Stimmung und der Busche Verlag hat einiges getan für uns Köche, um uns bei Laune zu halten. Es ist schön, dass Österreich noch einmal einen Stellenwert bekommen hat, dass jetzt auch dieser Event für die österreichischen Kollegen hier stattfindet. Und es ist wirklich das Ziel von Gedankenaustausch, geht da wirklich perfekt auf. Die Organisation generell, es war ein total legeres, angenehmes Ambiente oder ist ein schönes Ambiente und vor allem die Leute fühlen sich wohl, es ist ein gutes Gesprächsklima, ungezwungen und so kann man auch für die Zukunft gute Netzwerke bilden und auch wiederum mittelfristig, langfristig gute Geschäfte machen. Am besten hat mir gefallen, dass es Ihnen alle hier so gefallen hat, dass endlich mal eine andere Party war wie sonst. Ein serviertes Essen, das ist langweilig, heute haben die richtig Party gefeiert, hat es Ihnen gefallen. Die Atmosphäre war gut, der Pfarrer war gut, allein wie die unten da gestanden sind, es war wie in einem Hollywood-Film. Ja, das Wunderschöne, muss ich noch zum Abschluss sagen, ist einfach, dass das wirklich heute ein Fest unter Gleichgesinnten, ein Fest unter Kollegen ist und ich glaube, es gibt da einfach niemanden, der nicht hereinpasst. Also es ist ein ganz, ganz toller, großer Abend.